Ja, hallo, ich habe gerade festgestellt, du hast hier deine Hängematte befestigt. Ich frage mich immer, muss man da auf den Baum raufklettern und wie befestigt man so eine Hängematte und wie kriegt man das Seil wieder runter? Es gibt einen ganz einfachen Trick. Als erstes muss man, der Baumkletterer würde erstmal eine Führungsleine hochwerfen mit einem Gewicht dran. Wir haben jetzt kein extra Gewicht dabei, man könnte sich jetzt so ein 200 Gramm Säckchen Wurfsack noch dazu nehmen. Aber es geht auch, indem wir einfach die Schlinge mehrfach zusammenfalten. So bauen wir uns unseren Wurfsack selber, wickeln dann das eine Ende des Seils nochmal drumherum. Und jetzt haben wir unseren Wurfsack, halten das eine Ende fest, werfen dann über unseren passenden Ast. Aha, jetzt haben wir. Dann ist es drüber. Dann können wir es noch in Position bringen. Jetzt wollen wir es hier möglichst weit nach außen, aber nicht den kleinen Ast beschädigen. So, diese Schlinge soll im Endeffekt dann uns tragen. Damit sie die Schlinge festzieht, müssen wir einmal durch die Schlinge durch. Jetzt könnten wir es so festziehen, dann wird sich die Schlinge festziehen. Aber dann würden wir es nicht runterbekommen. Ja. Damit wir es wieder runterbekommen, brauchen wir hier noch ein zweites Seil. Aha. Könnte man jetzt ein separates, dünneres Seil, das nicht tragend sein muss, befestigen. Oder wenn wir eine Schnur haben, die lang genug ist, nehmen wir einfach das zweite Ende. Machen hier einen ganz normalen Prusik. Was, Prusik? Ein Prusik vom Segeln oder im Klettern ein Bulin genannt. Kann man auch, würde jetzt auch ein Kreuzknoten gehen. Ist hier nicht so relevant, der Kreuzknoten zieht sich ein bisschen fester. Aber da dieser Knoten nur zum Abziehen ist und nicht die Last selber hält, wird er sich nicht besonders festziehen. So, jetzt haben wir hier, schauen wir nochmal, dass es wirklich fest ist, sonst wäre es ungünstig, wenn wir es nicht abziehen können. Dann halten wir hier ein bisschen Spannung, damit sich die Schlinge öffnet. Wir ziehen das eine Ende hoch, wandert um den Baum durch die Schlinge durch. Dann ziehen wir es ein bisschen zur Seite, damit es stabiler fest bleibt. Und jetzt kann es belastet werden. Und dann kann ich in der passenden Höhe, die ich brauche, eben dann meinen Karabiner befestigen. Da, wo man sie dann hinhängt. Genau, ich mache hier einen Mastwurf und hänge da dran den Karabiner ein. Der Mastwurf zieht sich halt ein bisschen fester, deswegen mache ich in Belastungsrichtung, dieser Strang wird belastet, mache ich hier nochmal eine extra Umdrehung. Dadurch reduziert sich die Last auf den Knoten nochmal um 50%. Aha. Und dann kann ich den Knoten danach leichter öffnen. Gibt es da gute, schlechte Hängematten? Was gibt es da so, welche die gescheit hängen oder sind die alle ähnlich? Ja, es gibt natürlich angenehmeres Material. Dieses hier kann man empfehlen. Das ist Ticket to the Moon. Aha. Steht irgendwo noch aufgeschrieben. Das ist die Marke von der Hängematte, Ticket to the Moon. Aha, sehr gut. Die bilden, genau, stellen diese Schlingen her. Die sind für die Methode etwas ungünstig, weil man sie nicht so gut abziehen kann, aber für einen Baum sind sie halt optimal, weil man ein Ende hat. Hier bildet man die Schlinge um den Baum. Aha. Und dann kann man hier bei den genähten Schlingen es so eng einhängen, wie man es halt eben braucht. Also kann man in die genähten Schlingen irgendwas einhängen, Gewichte dranhängen? Genau. Aber in die richtige Richtung. Wie viel Gewicht? Das hält ja nicht mehr wie 100 Kilo, denke ich, wenn ich laufe, oder? 200 Kilo. Ah. Dafür sind sie zugelassen. Ach, das ist interessant. Also sind schon wirklich sehr gut. Ja, und wenn man sowas macht, muss man natürlich, damit man keinen Ärger mit den Naturschützern kriegt, da muss halt der Baum darf nicht beschädigt werden, da reicht so eine Schlaufe. Genau, da ist dann besser, dass ich halt nicht so ein Seil um den Ast würge, sondern eben so eine Bandschlinge. Und da wird ja kein Naturschützer rumtun und sagen, hey, wieso hängt sie sich am Baum? Also. Ja, aber im Westpark kann man manchmal Probleme bekommen, weil die nicht wirklich gut geschult sind. Die meinen dann, das ist wie eine, wie eine Slackline. Ah, okay. Slackline hat halt wesentlich mehr Last. Ah, da bräuchte man dann wieder so einen Baumschutz, irgend so einen Filz oder Teppich. Okay. Aber hier sind die Lasten so gering. Und das Wichtige ist halt, damit die Rinde nicht beschädigt wird, durch die Schwingung Slackline beschädigt. Und hier, ja, man sieht halt, es bewegt sich halt ein bisschen hin und her, aber
es gibt keine besonders hohe Reibung. Ach, das ist ja cool. Und was hat er vorhin gesagt? Dieses dünne Seil, wo er jetzt gesagt hat, 50 Kilo, was hält das aus? 600. Das ist die Bruchlast. Man sollte es natürlich mit 200 Kilo maximal vielleicht belasten, dann hat man einen Sicherheitsfaktor von 1 zu 3. Aber Sie wiegen doch keine 200 Kilo, genau. Sie sind vielleicht bei 80 Kilo, oder? Kann man zu zweit drin sitzen. Ach, das ist ja lustig. Ja, das ist mal ganz toll. Vielen Dank mal für die Info, weil manche Leute sagen, ich möchte mir irgendwann einen Baum mal hinhängen, wie kommt man hoch? Hochklettern ist blöd. Aber gibt es breitere Bänder auch, wo man sagt, das ist noch, schont noch mehr den Baum? Ich hab's ja für als Leckern habt ihr ja ein Riesenteil dort, genau, gell, da oben. Da haben wir noch breitere Bänder, die orangenen. Da kann es dann manchmal schwierig sein. Dadurch, dass wir es durch die Schlinge durchfädeln, ist die Breite jetzt eigentlich am günstigsten. Und das habt ihr genauso in der Form gemacht, nicht hochgeklettert, sondern hochgeschmissen und rumgemacht? Da sind wir hochgeklettert. Also diese blaue Ding seid hochgeklettert, ja. Okay. Und warum ist jetzt da eine Leine da hinten? Die ist auch zum Laufen. Genau. Ach so, also nicht, dass keiner reinläuft, ja, sondern nicht von Schutz der Fußgänger, sondern also da jetzt ein bisschen laufen üben. Genau, ja. Ja, super. Ach, das ist ja lustig. Und wie gesagt, wenn man so einen Baum hängt, sagt keiner, kann keiner dir etwas nicht. Da habt ihr ja natürlich wahrscheinlich nicht angemeldet, oder wegen der Hängematte. Ja, das ist ja toll. Super, dann vielen Dank für die Info.